Okay, das letzte Mal haben wir uns mit zentralen Inhalten der Informatik befasst. Vielleicht kurz zur Erinnerung, zur Anknüpfung. Wir haben uns zunächst mal mit dem Begriff der fundamentalen Idee beschäftigt. Fundamentale Idee von Jerome Bruner ins Leben gerufen, als Kern einer Disziplin, als Kernelement einer Disziplin, sozusagen ja, eine Säule, die neben anderen Säulen, anderen fundamentalen Ideen die Disziplin trägt und immer wieder in allen Teilgebieten einer Disziplin auftaucht und auch beispielsweise auf allen kognitiven Niveaus vermittelbar ist, im Sinne des Vertikalkriteriums oder Spiralkurriculums. Ich habe gerade schon angesprochen, genau, es gibt Kriterien, die man ansetzen kann an Inhalte, um zu entscheiden, ob es fundamentale Ideen sind oder nicht. Die hat Schwill in die Diskussion eingebracht oder schon vor ihm haben andere Kriterien benannt, aber er hat sie für die Informatik in die Diskussion gebracht und zusammengefasst. In Form von vier Kriterien, nämlich einmal das Horizontalkriterium. Ein Gegenstand oder ein Inhalt muss in verschiedenen Teilen einer Disziplin relevant sein. Wir hatten es da an der Mathematik mal ein Beispiel gemacht mit der Funktion, mit dem Begriff Funktion. Also Funktion spielt in der Mathematik in allen Teilgebieten eine Rolle, in der Arithmetik, in der Algebra, in der Geometrie, in der Stochastik, überall spielen Funktionen eine Rolle. Deswegen ist für den Begriff Funktion das Horizontalkriterium bezüglich Mathematik erfüllt. Das Vertikalkriterium besagt, muss auf unterschiedlichen kognitiven Niveaus vermittelbar sein. Auch das ist für Funktionen gegeben. Ne? Haben wir festgestellt, in der Grundschule kann man sich schon mit einfachen Proportionalitäten befassen. Dann später lineare Funktionen, quadratische Funktionen etc. pp. Dann bis hin zur Oberstufe, Analysis, Differenzieren, Integrieren von Funktionen und universitätsmäßig lässt sich das doch beliebig kompliziert weiterdenken. Dann das Zeitkriterium. Das war das Kriterium, das besagt hat, dass eine fundamentale Idee nicht nur kurzfristig relevant sein sollte, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg. Das spielt insbesondere in der Informatik eine Rolle, weil dort ist man geneigt, bezüglich aktuellen Trends ein zu hohes Gewicht zu geben. Man muss sich auch bei aktuellen Trends immer sozusagen ins Bewusstsein rufen, was ist denn das Überdauernde in diesen aktuellen Trends, dass es wert ist zu lernen. Ja? Denn ein Trend ist eben ein Trend, der ist morgen wieder vorbei und das, was ich in der Schule lerne, das muss aber letztlich natürlich die Basis bieten für mein Leben. Ne? Okay, und das Sinnkriterium besagt, na, da soll es auch einen Bezug zur Sprache und Denken des Alltags und der Lebenswelt geben. Und das ist auch bei Funktionen beispielsweise in der Mathematik der Fall. Also Zeitkriterium, Funktionen sind natürlich auch ewig relevant. Ne? Oder schon lange relevant, in Zukunft auch. Und auch Sinnkriterium ist erfüllt, weil sie einen Bezug zur Sprache und Denken des Alltags haben. So, jetzt hatten wir auch neulich überlegt, oder letzte Woche überlegt, welche fundamentalen Ideen gibt es denn in der Informatik oder welche zentralen Konzepte, welche zentralen Inhalte gibt es in der Informatik? Und da habe ich Ihnen gesagt, da gibt es also verschiedene Autoren, die verschiedene Ideen nennen. Unter anderem haben mein Kollege und ich, Andreas Sendler und ich, in Ludwigsburg mal eine Umfrage durchgeführt mit Informatikprofessorinnen und Professoren, um empirisch sozusagen mal einen empirischen Zugang zu finden zur Bestimmung zentraler Inhalte in der Informatik. Was haben wir da gemacht? Wir haben diesen Ausgangskatalog genommen, da haben wir letzte Woche geendet, diesen Ausgangskatalog genommen von Begriffen, die besonders häufig in ACM Journal-Artikel vorkommen. Ja, also wir haben letztlich das ACM-Klassifikationssystem genommen für Zeitschriftenartikel und haben dieses Klassifikationssystem analysiert bezüglich häufig vorkommender Begriffe. Das sind die häufigsten hier, also System ist ganz besonders häufig mit 75 Vorkommen, dann kommt Language, Program und so weiter. Bis hin zu Process kommt auch noch relativ häufig vor, hier hinten mit 11 Vorkommen. Und es gab viel, viel mehr Begriffe, die nur einmal, zweimal, dreimal, fünfmal oder so vorkamen. Insofern sind das hier alles häufig vorkommende Begriffe und schon mal Kandidaten dafür, zentrale Konzepte der Informatik zu sein. Naja, es muss aber nicht unbedingt sein, dass das alles fundamentale Ideen sind. Ne? Sondern jetzt müsste man ja sozusagen nochmal hergehen und gucken, für alle diese Begriffe sind die vier Kriterien erfüllt. Oder wie stark sind die vier Kriterien erfüllt. So, und das haben wir letzte Woche auch festgestellt, da meinen die einen, ja, weiß nicht,
Structure, für die ist es erfüllt. Und dann könnte man aber gegenargumentieren, naja, bei Structure ist es nicht erfüllt. Und dann kommt vielleicht jeder auf eine eigene Liste, selbst wenn so eine Begriffsliste zugrunde liegt von fundamentalen Ideen. Unsere Idee war, wir fragen mal viele Leute und mitteln das, um rauszukriegen, was sind denn die fundamentalen Konzepte, die im Mittel von vielen Fachexperten für fundamental gehalten werden. Okay, wie haben wir das gemacht? Wir haben einen Fragebogen konzipiert mit diesen Begriffen und haben 120 Informatikprofessorinnen und Informatikprofessoren angeschrieben mit der Bitte, für jeden dieser 49 Begriffe einzuschätzen, inwieweit jedes der vier Kriterien zutrifft, auf einer Skala von 0 bis 5. Ja, da muss man so ankreuzen, trifft überhaupt nicht zu, das Kriterium trifft ganz zu. Irgendwo so ein Spektrum von 0 bis 5. Also Beispiel, jemand, der so einen Fragebogen bekommen hat, hat sich den Begriff System genommen und hat überlegt, inwieweit trifft das Horizontalkriterium auf den Begriff System zu. Also ist der Begriff System in vielen Teildisziplinen der Informatik relevant, von 0 bis 5. Und das für alle 49 Prozesse und für alle vier Kriterien. Dann kam Fragebogen zurück. Wir haben natürlich nicht von 120 den Fragebogen gekriegt, es waren so irgendwas über 30 ein bisschen gewesen. Ne? Haben wir die Fragebogen zurückbekommen und haben gemittelt. Und das ist die Mittelwertsanalyse, die zeige ich Ihnen jetzt. Ne? So. Und zwar haben wir die Mittelwerte gebildet bezüglich aller vier Kriterien und dann bezüglich dieser Mittelwerte nochmal den Gesamtmittelwert gebildet und dann absteigend geordnet. Ne? Also hier ist der Begriff mit dem höchsten Gesamtmittelwert und ganz unten ist derjenige mit dem niedrigsten Gesamtmittelwert. Das, also das Vorgehen ist klar, oder? Alle Professorinnen und Professorenbewertungen hier von Algorithm, Horizontalkriterium wurden hier gemittelt. Und genauso für alle anderen Zellen. So. Jetzt kann man hier sehen, der Begriff mit dem höchsten Gesamtscore ist Algorithm, also Algorithmus. Das ist ein ganz spannendes Ergebnis, weil der Begriff des Algorithmus in den letzten Jahren in der Informatikdidaktik immer so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Da wird dann von Algorithmenorientierung gesprochen und von Objektorientierung. Das wird gegeneinander gegenübergestellt und Objektorientierung für das Bessere oder Neuere oder so gehalten. Hier ist ganz deutlich, Algorithmus ist das zentrale Konzept der Informatik nach Beurteilung der Informatikprofessoren und Informatikprofessoren, also der Experten. Daraus kann man schließen, Algorithmus, dieses Konzept sollte im Informatikunterricht eine ganz wesentliche Rolle einnehmen. Genauso Computer. Ja? Ich meine, Informatik ist in englischsprachigen Räumen die Computer Science. Also ist klar, dass auch Computer in irgendeiner Weise eine Rolle spielt. Es wird öfter mal behauptet, dass Computer eine nebensächliche Rolle spielt. Es geht eigentlich gar nicht sehr um Computer, sondern um die theoretischen Konzepte. Naja, aber wenn man mal ehrlich ist, ein Informatiker beschäftigt sich den ganzen Tag mit Computern, oder? Ja. Na gut, vielleicht arbeitet man mit ICT im weitesten Sinne, ja, und heute entwickelt man auch für Smartphones vielleicht noch Apps und so, aber im Wesentlichen macht man das nicht am Smartphone, ja, sondern am Computer. Das heißt, letztlich spielt die Funktionsweise von Computern, von Rechnern oder im allgemeinen Sinne von Informations- und Kommunikationstechnologien eine wesentliche Rolle. Dann dritter Begriff Data, also Daten spielen eine Rolle in Informatik. Also Informatik, da geht es um Datenverarbeitung. Ja? Das sind Datenverarbeitungsmaschinen. Also auch da spielt sozusagen der Begriff des Datums oder der Daten als wesentliches Merkmal der Informatik rein. Dann Problem. Informatiker beschäftigen sich den ganzen Tag mit Problemen. Wir sind letztlich als Informatiker die Problemlöser schlechthin. Gut, es gibt noch andere Problemlöser, Mathematiker sind auch Problemlöser, bei denen ist auch Problem ganz hoch im Kurs. Ne? Aber auch die Informatiker sind Problemlöser. Und insbesondere lösen wir Probleme mit Computern. Oder anders gesagt, wir haben ein Problem und wir entwickeln Problemlösungen, die von Computern bearbeitet werden können. Und dafür brauchen wir Algorithmen. Okay, und natürlich Information als wesentliches Konzept noch.
ich mache jetzt nicht überall einen Pfeil dran, Information, klar, Informatik, da steckt es ja schon drin, ne? Information auch als Wesenskonzept der Informatiker. System, System, ebenfalls ein wesentliches Konzept. Wir beschäftigen uns mit Informatiksystemen und es geht darum, oder Softwaresystemen, Hardwaresystemen, letztlich um Komponenten, die miteinander zusammenspielen und ein System bilden. Mit Schnittstellen nach innen und nach außen. Auch das ist ein wesentlicher Begriff. Gut, jetzt kann man natürlich immer weiter runtergehen und gucken, es wird immer weniger wichtig, so wenn man den Gesamtscore anbelangt. Ganz unten steht Statistics, also Statistik ist ein häufig vorkommender Begriff, also war unter den 49 häufig vorkommendsten, aber hat hier eine relativ geringe Bewertung mit 2,09 erhalten insgesamt. Also scheint nicht so arg eine Rolle zu spielen. Genauso wenig Gleichung, Equation, Annäherung, Generation, Generierung von etwas, Management, Device, Simulation, also all das sind Begriffe, die, na, jetzt kann man genauer hingucken, ne? Die beispielsweise hier im Horizontalkriterium eine niedrige Bewertung erhalten haben. Also, die scheinen nicht in allen Teildisziplinen der Informatik gleich relevant zu sein. Da hat man schon so eine gewisse Einschränkung. Das weist aber darauf hin, dass es eigentlich interessant wäre, mal zu schauen, nicht nur die Mittelwerte anzuschauen, sondern zu gucken, welche Konzepte wurden denn ähnlich bewertet bezüglich der vier Kriterien. Vielleicht gibt es ja Konzepte, die bezüglich des Horizontalkriteriums alle niedrig bewertet wurden, aber bezüglich der anderen hoch. Das würde einen Hinweis dafür geben, dass man diese Konzepte nur in bestimmten Teilgebieten der Informatik braucht, aber dort fundamentale Ideen sind vielleicht. Ja, oder vielleicht gibt es ja Begriffe, für die das Vertikalkriterium niedrig beurteilt wurde oder ähnlich niedrig, sodass man sagen kann, all diese Begriffe, na gut, die lassen sich erst später einführen vielleicht. Also es ist nicht nur der Mittelwert interessant, sondern die Ähnlichkeit der Bewertung der Konzepte. Und da kann man Folgendes machen, eine Clusteranalyse. Was bedeutet das? Man schaut sukzessive, welche dieser Konzepte sind denn ähnlich, am ähnlichsten bewertet worden. Und die packt man zusammen in ein Cluster oder eine Gruppe. Und dann guckt man weiter, welche sind dann weiterhin ähnlich bewertet worden. Und die packt man zusammen in eine Gruppe. Und dann guckt man weiter, welche wurden denn jetzt noch ähnlich bewertet und so weiter und so weiter. Man fasst immer sukzessive ähnliche Konzepte zusammen und irgendwann hört man auf. Dann hat man irgendwie 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gruppen von ähnlich bewerteten Konzepten und kann sich die mal näher angucken. Okay, das haben wir auch gemacht und da kommt dann Folgendes raus. Zunächst mal haben wir Cluster gebildet über diejenigen, die besonders hoch bewertet wurden insgesamt. Das sind die sogenannten Winner-Cluster, okay? Das sind die Winner-Konzepte. Und zwar haben wir hier drei Cluster gebildet, W1, W2 und W3-H. Ich sage gleich, was das bedeutet. Und hier links in dem Dendrogramm, da sagt man Dendrogramm dazu, weil es aussieht wie ein Baum, okay? Da wird gezeigt, in welcher Reihenfolge die Konzepte zusammengefasst wurden. Also die hier oben sind ganz besonders ähnlich, Problem und Data, die wurden ganz früh zusammengefasst. Dann kam Computer hinzu, der ist auch ähnlich mit den beiden bewertet worden. Dann kam Test dazu und so weiter und so weiter. Ne? Und hier hinten wurden Error, Hardware und Network zuerst zusammengefasst. Und die wurden alle sukzessive zusammengefasst zu Gruppen. Und hier sieht man beispielsweise auch die Ähnlichkeit hier unten, ne? An den Farben der Bewertungen. Also hier haben wir die verschiedenen Kriterien und die Farben sagen, wie hoch er bewertet wurde. Ein Konzept bezüglich des Kriteriums. Also hier hat man die Skala, rot ist ganz niedrig bewertet und grün ist ganz hoch bewertet. Ne? So. Okay, das heißt, hier unten beispielsweise, beginnen wir mal bei W3-H. Und das heißt jetzt minus H, weil hier auffällig ist, dass sie im Horizontalkriterium gleich ähnlich schlecht bewertet wurden. Ja? Da sieht man, also Network, Error und Hardware bilden zusammen eine Gruppe. Hier hinten bezüglich der drei Konzepte sind sie ähnlich bewertet worden, nur bezüglich Horizontalkriterium nicht, weil sie vielleicht eher technischer Natur sind, weiß man nicht, ne? Beziehungsweise ja, in irgendeiner Weise nicht in allen Teildisziplinen der Informatik eine Rolle spielen, nach Einschätzung der Experten. Das kann man sich natürlich auch darüber wieder diskutieren. Ich stelle einfach mal die Ergebnisse dar, wie sie sind. Hier oben W1, das ist der Cluster, das Cluster mit den
insgesamt am höchsten bewerteten Prozess, oder eigentlich sind alle hier oben sind am höchsten bewertet, ja. Die unterscheiden sich jetzt nur, ja, vielleicht hier das Vertikalkriterium ist hier niedriger als hier oben. Ja, das sieht man. Alle bezüglich Zeitkriterium sehr hoch bewertet. W2 hat eine etwas niedrige Bewertung im Vertikalkriterium. Also diese Begriffe lassen sich vielleicht nicht auf allen kognitiven Niveaus gleichermaßen vermitteln, nach Einschätzung der Experten. Die hier oben aber schon. Also Problem, Data, Computer, Test und Algorithm sind diejenigen, die bezüglich aller vier Kriterien hoch bewertet wurden. Und die hier unten auch noch, aber bezüglich Vertikalkriterien ein bisschen niedriger. Okay. Interessant ist, also was mich persönlich überrascht hat, also nicht überrascht hat mich Problem, Data, Algorithm und Computer. Was mich aber überrascht hat, war Test. Ich hätte vorher nie im Leben gewettet, dass Test als Konzept so wichtig in der Informatik bewertet wird. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist es tatsächlich ein wesentliches Konzept. Wie stellen Informatiker fest, dass das, was sie machen, korrekt ist? Mathematiker beweisen das. In der Informatik kann man aber nur bis zu einem bestimmten Level beweisen. Anschließend, danach wird es einfach zu komplex, als dass man die Korrektheit zum Beispiel von Programmen oder von Systemen beweisen könnte. Das heißt, man testet. Man entwickelt Tests, an der Hand derer man entscheiden kann, dass das System so funktioniert, wie man es gerne hätte. Und jeder weiß, dass es natürlich immer fehlschlägt oder dass die Benutzer dann auch nochmal andere Testfälle haben, die dann an den Entwickler weitergereicht werden. So, ne? Aber Test ist ein ganz wesentliches Merkmal, durch das sich die Informatik auszeichnet, beispielsweise gegenüber der Mathematik. Die Mathematiker haben in der Regel keine Tests. Ne? Die sind mit Tests unzufrieden. Mathematiker wollen es für alle beweisen, nicht nur für einige nachweisen. Okay, gucken wir mal in die Mitte. Mitte ist eigentlich eher weniger interessant. Hier sieht man schon die ganzen Begriffe, da spielt das Vertikalkriterium verrückt, ja. Das wird immer relativ rot hier. Also diese Begriffe, die lassen sich vermutlich nicht auf allen kognitiven Niveaus vermitteln. Wie Parallelität, Performance, Architecture, Code, Processor und so weiter und so weiter. Okay. Vielleicht sind es speziellere Konzepte, die man eher auf höheren Niveaus dann einführt. Ja, und hier das Loser-Cluster, also die Loser-Cluster, die am schlechtesten bewerteten Konzepte, sind hier unten aufgeführt. Na gut, da sieht man das Horizontalkriterium, ist stark verletzte Dinger, die tauchen eigentlich nicht in allen Teilgebieten auf der Informatik. Auch das Vertikalkriterium und das Sinnkriterium ist verletzt. Das Zeitkriterium vielleicht eher weniger, aber da kann man sich jetzt fragen, sollte man diesen Begriffen wirklich einen hohen Stellenwert im Informatikcurriculum einräumen? Wie beispielsweise Verifikation, Simulation, Annäherung, Statistik und so weiter. Nichtsdestotrotz sind es alles trotzdem häufig vorkommende Begriffe. Das sind vielleicht nicht die zentralen, um die herum man ein Curriculum spannen sollte, sondern das sind eher die anderen, die ich vorhin vorgestellt habe. So, und das sind diejenigen, die letztlich jetzt die ersten beiden Winner-Cluster darstellen. Problem, also Problem, Daten, Computer, Test, Algorithmus, Prozess, System, Information, Sprache, Kommunikation, Software, Programm, Berechnung, Struktur und Modell. Jetzt kann man sagen, okay, da hat man jetzt eine überschaubare Anzahl von Konzepten, um die herum man ein Curriculum stricken könnte. Interessant war auch, dass der Modellbegriff das am niedrigsten bewertetste Konzept innerhalb dieser Gruppe war. Oft wird dem Modellbegriff eine besondere Bedeutung zugewiesen in Informatik, dass man sagt, Modell ist ein ganz wesentliches Konzept der Informatik. Okay, jetzt kann man sich streiten, sagen, na gut, Modelle gibt es in allen Wissenschaften. Okay, also nicht nur die Informatiker machen Modelle, alle Wissenschaftler machen Modelle. Insbesondere auch die Mathematiker, die Physiker, die Chemiker, die Architekten etc. pp. Nichtsdestotrotz scheint die Tätigkeit des Modellierens eine besondere Rolle zu spielen in der Informatik, dass man eben mit Kunden spricht, beispielsweise in Softwareentwicklung, und dann deren Situation in ein System bringt, dadurch, dass man erstmal ein Modell erstellt oder über Modelle spricht. Da komme ich später nochmal drauf, über die Rolle des Modells bzw. Modellierens.
So, jetzt haben wir ja gesagt, Vertikalkriterium bzw. Spiralcurriculum. All diese Begriffe sollten auch auf unterschiedlichen kognitiven Niveaus vermittelbar sein. Jetzt habe ich eine Aufgabe für Sie. Viertelstunde mal mit Nachbarinnen und Nachbarn gemeinsam sich eines dieser Konzepte rausgreifen, suchen sich eins aus und überlegen, wie man dieses Konzept exemplarisch auf unterschiedlichen kognitiven Niveaus behandeln kann. Okay? Also, vom Kindergarten bis zur Oberstufe oder bis zum Studium. Verschiedene Beispiele rausgreifen, die man im Unterricht verwenden kann oder als Anlass, um über bestimmte Konzepte zu sprechen. Nebenbei bemerkt, man muss ja nicht im Kindergarten bereits über Algorithmus sprechen, ja, das würde niemand machen, aber, also als Begriff nicht, aber propädeutisch im Sinne von Situationen schaffen, in denen man ein Gefühl entwickelt für Algorithmen oder Ähnliches. Ja? Das kann man durchaus im Kindergarten schon. Okay, Viertelstunde, einfach mal drüber nachdenken und dann tragen wir Ideen zusammen.